Ja, hallo ihr Lieben, Ralf hier von Living to Go und herzlich willkommen zu meinem Wochenrückblick. Letzte Woche in Dänemark, morgen geht es nach Hause, beziehungsweise erst, da lasse ich mein Wohnmobil bekleben und Dienstag bin ich dann zu Hause, Mittwoch geht es auf die Messe. Ja, kommt jetzt Schlag auf Schlag. Ich sitze hier am Strand von Römö. Ich hatte irgendwie jetzt noch 2 Tage Zeit, da dachte ich, fährst du noch mal hier hin. Ich bin ja von Ærø rübergekommen, von der Insel, und hatte doch mehr Zeit, als ich dachte. Und bin hier in so eine Oldtimer-Show geraten. Also mitten auf diesem riesen Strand sind gefühlt 1000 Oldtimer. So viele so amerikanische Dinger und so. Müsst ihr euch anschauen. Zeige ich euch, aber erst am Ende des Videos. Ne? Geht gleich los, nach dem Intro. Ja, wir haben früh morgens und ich fahre nach Ærø, eine kleine dänische Insel. Da freue ich mich schon sehr drauf. Da war ich vor, keine Ahnung, 100 Jahren schon mal mit Frau und Kind, heute mit Hund und ich. Dann nehme ich euch gerne mit. Das Schönste an der Inselgeschichte ist halt die Fährfahrt. Ich mag Fähren, ich liebe Fähren. Also ich fahre da wirklich gerne drauf.
Wäsche waschen muss ja auch mal sein. Ist also kein Verkaufsstand. Und da ist gleich der kleine Yachthafen. Trocknet eure Wäsche auch so schön? Bezweifelt's mal. Eine Anekdote am Rande. Der hier, Moment, der stand gestern den ganzen Tag ganz alleine da vorne und hat ja auch hier übernachtet. Ne? Also so sieht das hier aus. Also richtig geiler Platz. Ne? Da stehe ich. Und ja, sieht ziemlich dramatisch gerade aus mit den Wolken. Aber gegen Mittag ist es dann hier knacke warm und ganz viel Sonne. So, und dann kam spät Nachmittag oder gegen Abend kam dann der dazu. Das war vorbei mit der Ruhe, weil die haben nämlich dann ja ihr Stühlchen, Tischchen rausgestellt. Ich glaube, 6 Leute schlafen in dem Wohnmobil und haben also ja noch ziemlich lange da gefeiert. Tja, so kann's gehen. Was sagte meine Omi immer? Man muss auch verlieren können. Also Kinder, ich sag euch, das ist ganz schön surreal, wenn man hier so aus dem Wohnmobil morgens rauskommt. Erste Tasse Kaffee in der Hand hat und hier so rausguckt. Schaut mal selber. So schaut's hier aus. Kleine Segelschiffchen. Und da hinten, da gibt es noch diese ja, ganz berühmten Badehäuser. Und auf der anderen Seite der Landzunge geht es dann wieder aus Festland. Wie gesagt, manchmal schafft mein kleines Köpfchen. Ich habe gerade mal das 200 Watt Panel von Duetti aufgestellt, weil ich heute doch Filme schneiden muss. Das wollte ich euch gerne mal zeigen. So, Moment. Hier unten steht das Kraftpaket. So, und hier bin ich gerade im Videoschnitt. Und jetzt gucken wir auf die App. Und siehe da. Zurzeit kommen 130 Watt rein. Hoffentlich sieht man das gut. 130 Watt rein und ich ziehe 86 Watt. Schwankt so ein bisschen, je nachdem, wie der Laptop arbeitet, ist ja logisch. Aber so 110 ist das Maximale, was ich rausziehe mit der Kombination. Ne? MacBook Pro 14 Zoll und hier diesen LG 4K Monitor. Das heißt, ich kann den ganzen Tag arbeiten, also ne, wenn die Sonne scheint, und die scheint ja im Sommer sehr viel, kann den ganzen Tag arbeiten, ohne ja Energie zu verbrauchen, weil ne, kommt ja von oben. Schon klasse. Also ich stehe total drauf. Sorry. Kein Gas, kein Öl, kein Benzin, Diesel, bla bla bla. Ne, einfach von der Sonne. Also wir Camper, das muss man wirklich mal sagen, wir Camper sind schon sehr, sehr umweltfreundlich, ne, wenn wir halt die entsprechenden Komponenten einsetzen. Also eigentlich müssten uns die grünen Regierungen zu Füße liegen. Aber machen sie natürlich nicht. Ja, wollte ich euch mal schon sagen. Ja.
Hier nochmal einen Blick von ein bisschen weiter weg. Dann habt ihr einen besseren Eindruck. Boah, ist das klasse hier, ne? Kinders. Manchmal traue ich mich gar nicht, das zu filmen, beziehungsweise euch in einem Video zu dokumentieren. Ja, weiß auch nicht. So schade, dass ihr nicht hier sein könnt. Wirklich schade. Also wenn es was gibt, wo der Hund komisch aussieht, wie so ein, weiß ich nicht, Gremling, dann ist das beim Kacker machen. Und dann muss ich auch immer ganz weit weggehen, das möchte der nämlich nicht, wenn ich da neben stehe. Ich muss jedes Mal lachen. Gott sei Dank filmt mich keiner. Beim Geschäfte machen. Ja, jetzt muss ich natürlich den Kacker wegmachen, ist ja logisch. Aber dazu nehme ich euch nicht mit, muss ja nicht sein. Da sagt man immer, so Weißware könnte nicht schön aussehen. Ich glaube, das liegt daran, dass man die Fahrzeuge nicht so häufig in schönen Landschaften sieht. Ja, die Kastenwagenfahrer fühlen sich ja da überlegen. Also ich gehöre ja auch dazu. Aber bisher habe ich den Kastenwagen landschaftlich nicht vermisst. Bin überall hingekommen, wo ich auch im Kastenwagen war. Hört ihr das? Nee, ne? Nix. Ist Totenstille hier. Bin ja 20 Minuten gefahren von meinem letzten Stellplatz, Übernachtungsplatz. Und in einer ganz anderen Welt. Da bin ich gefahren. Ich weiß, Weißware fährt da nicht. Der Weg sieht übrigens auch schlimmer, besser aus, als er ist. War schon ein bisschen kriminell. Und als ich dann hier so runtergefahren bin, von da oben der Anhöhe, dachte ich, oh Gott, wenn ich jetzt hier nicht wenden kann, dann stehe ich aber da. Ist ein ganz schönes Stück, die Anfahrt. Aber der Mut hat sich ausgezahlt. Ich glaube, hier werde ich bleiben. Ihr müsst unbedingt mal nach Dänemark, also wirklich. Na, da unten, da bin ich runtergefahren, ne, zu dem Platz, ne, wo ich eben sagte, von hier aus dachte ich, oh Gott, wenn ich da nicht drehen kann, dann stehe ich da. Was ich euch aber eigentlich zeigen wollte, ist das hier. Ja, vielleicht auch mal so ein kleiner Tipp an die deutschen Behörden. Na, hier so in absoluter Einsamkeit gibt es eine Toilette. Sogar mit Toilettenpapier. Und Wahnsinn, ne? Hier steht sogar, wann das letzte Mal sauber gemacht wurde. Leben könnte so schön sein für uns alle, ne? Aber wir verbieten ja lieber und denunzieren und regen uns auf. Ja, dass man in Dänemark hier so am Meer steht, auch übernachten kann, das ist ja nichts Außergewöhnliches. Also gibt es unglaublich viele Spots hier. Aber dass man rechts und links Meer hat, Wasser hat, das ist schon außergewöhnlich. Das habe ich auch noch nicht so lange, so häufig erlebt. Entschuldigung für den Ton. Mein Gott, Kinders. Dänemark, da müsst ihr unbedingt hin. Das ist wirklich klasse hier. Wunderbar. Heute nicht so schönes Wetter, gut, aber ich find's okay. So, ich fahre gleich mit der Fähre hier von Sobi wieder zurück aufs Festland und stehe hier sozusagen auf der LKW-Spur und gucke hier so rum und schaut mal da. Das ist eine komplette Fähr- und Entsorgungsstation für Wohnmobile, einschließlich Strom. Das heißt, es sieht so aus, als wenn man hier sogar
wenn man ja früh morgens kommt oder spät abends, hat man hier sogar übernachten kann. Großes Kino, Doppeldaumen für die Gemeinde. Na, darf ich mal wieder als Erster auf die aufs Schiff. Brauche ich gar nicht aussteigen. Ich finde das so super. Wohnmobil ist klasse! Da geht los! Geht los! Guck mal! Ich dachte mir, vielleicht interessiert den einen oder anderen mal, wie ich so einen Dreh aufziehe. Also eigentlich ist jetzt ganz schlechter Zeitpunkt zum Filmen und zu fotografieren, aber es geht nicht anders. Die Sonne knallt hier wie verrückt und ja, ich muss auch immer einen Platz finden, wo ich ein bisschen einsam bin, wo nicht Leute, andere Leute sind, ne? Spielende Kinder, Radios etc., weil das kommt ja alles mit auf den Ton. Und ja, ist relativ schwierig, einen einsamen Platz zu finden im Freien. Ja, den habe ich jetzt gefunden, aber Nachteil ist eigentlich viel zu hell. Die Sonne knallt viel zu sehr. Aber da muss ich jetzt durch. Ja, ich filme fast immer mit der ZVE 10 von Sony. Super schöne Kamera, hat viele Features, die mir gut gefallen. Ton nehme ich immer mit dem neuen DJI Mic auf. Viel, viel besser als das Rode, finde ich zumindest im Detail. Ja, und dann habe ich mir noch das neue Sony Objektiv 10-20 gegönnt. Blende 4 ist ein G-Master Objektiv. Ja, über jeden Zweifel erhaben, sage ich mal, was Schärfe etc. angeht. Ja, bis ich so ein Set aufgebaut hat, dauert schon mal ne, eine Stunde. Also ne, man muss halt gucken, wo stelle ich alles hin, wie stehe ich, Belichtung, Blende, bla bla bla. Also da ist ja viel zu beachten. Normalerweise würde man sowas eigentlich mit zwei Kameras drehen, aber da bin ich jetzt zu faul. Ne, ja, also hier filme ich zum Beispiel im Gegenlicht, das ist gar nicht gut, aber will ich machen. Ne? Ich könnte natürlich auch zur anderen Seite filmen, aber das ist einfach nicht so schön. Ne? Ja, und dann würde ich halt mit Licht filmen und das würde, sagen wir mal, dem Film besser tun, aber der Hintergrund ist halt auch wichtig. Ne? Also es ist immer so eine Abwägungssache. Da hinten stehen übrigens diese bekannten Strandhäuschen. Ja, und so habe ich mich gerade hier so aufgebaut. Ich dachte, die Markise bringt ein bisschen was, aber bringt nichts.
Lesi guckt sich wieder alles an. Ja. Ja, nur mal so kurz. Ich weiß, ich kriege jetzt wieder Schelte, weil ne, ist Parkplatz und Campingverhalten. Aber da ich ja sowieso immer Prügel kriege von irgendjemandem, ist mir das jetzt egal. Schönes Auto, sind wir mal ehrlich. Aber hier stehen auch sehr schöne Autos. Wow. Guckt euch das an. Das ist schön. Und kommt fast noch besser. Das gefällt mir schon sehr. Meint er, sollte ich tauschen? Oder? Na gut, mit Bett und Toilette ist natürlich schwer in solchen Autos. Aber gut, irgendeinen Kompromiss muss man ja eingehen. Wahnsinn. Ja, hart, tief, brutal. Wenn ich mich da reinsetzen würde, käme ich nie mehr raus. Nie. Der ist auch schön, ne? Ja, weil da ist ja auch ein bisschen. Echt. Schöner Pickup. Und der ist schon ein bisschen sehr viel älter. Das ist schon was Besonderes hier, ne? Guck mal. An diesem Strand. So geile Autos. Und das reißt dich ab. Klasse, ne? Und hört ihr den Sound? Großes Kino. Großes Kino. Ja, was sagt er dazu? Das ist doch mal klasse, ne? Ob das jetzt hier mit den deutschen Wohnwagen so stilecht ist, weiß ich nicht. Aber großes Kino. Wahnsinn. Auch nicht schlecht, ne? Kann man sogar im Motor reingucken. Das ist richtig schwach aus Kinos. Die Polizei ist natürlich auch da, ist ja logisch.
Schönes Detail, ne? Kann sich gar nicht satt sehen. Ja, hier mal so ein Euromobil. Ja, mit Anhänger. Da könnte man sich auch überlegen. Wäre bestimmt schön in Spanien damit rumzufahren. Kann ich mir schon gut vorstellen. Ist mal ein Bus, ne? Wirklich schön. Und gleich geht's weiter. Ich jetzt nach Deutschland fahre, muss ich mir doch noch ein echte dänische Hotdog essen. Mit den Bildern verabschiede ich mich für das heutige Video. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Ich wünsche euch wie immer einen schrottfreien Flug. Bis dann. Tschüss. So, nur damit ihr nicht glaubt, Vanlife ist immer nur toll. Der Hotdog war mir nicht vergönnt. Jetzt bin ich traurig. Ich brauche eine Runde Mitleid.